In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihren Entertain Media Receiver via Powerline Adapter anschließen. Der Entertain Media Receiver, in dem Fall der MR400, kann ja nur per Netzwerkkabel angeschlossen werden, weil kein WLAN integriert ist. Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, ein Netzwerkkabel von Ihrem Router zum Media Receiver zu legen, gibt es eine Möglichkeit, über Powerline das Ganze anzuschließen. Entweder gibt es hier zum Beispiel ein Starter-Set, bestehend aus zwei Adaptern. Der eine kommt in die Nähe Ihres Routers als Startadapter und dann dieser Zusatzadapter in die Nähe Ihres Media Receivers. Oder alternativ gibt es zum Beispiel das Speedport Neo. Das ist ein WLAN-Router der Telekom, in dem Powerline bereits integriert ist. Und dann einfach als Zusatzadapter gibt es die auch einzeln, um dann den Media Receiver per Netzwerkkabel mit diesem Powerline-Adapter zu verbinden. Das Ganze nutzt die Stromleitung Ihres Hauses, das heißt, über die Stromleitung werden die Daten sicher und verschlüsselt übertragen, brauchen also keine Netzwerkkabel zu verlegen. Ich zeige Ihnen jetzt gleich, wie schnell und einfach das Ganze eingerichtet ist. Ich habe mich jetzt hier für das Devolo Starter Set entschieden. Das Netzwerkkabel habe ich hier beim Speedport Hybrid Router angeschlossen und verbinde es jetzt hier mit dem Devolo Adapter. Dieser kommt jetzt in eine normale Steckdose in Ihrer Wand. Ich habe jetzt hier, um das zeigen zu können, mal ein Verlängerungskabel genommen, was man eigentlich nicht nehmen sollte. Stecke das hier einmal an und nach ein paar Sekunden leuchtet hier vorne die LED. Und zum anderen gehe ich jetzt zu meinem Media Receiver. Dort habe ich den zweiten Adapter. Den stecke ich dort ebenfalls in die Wand an. In dem Fall auch mit Verlängerungskabel. Jetzt dauert es etwa bis zu 50 Sekunden, bis diese Lampe hier dann dauerhaft, also weiß leuchtet. Und dann kann ich mich um die Verbindung kümmern. So, das Gerät ist jetzt gestartet. Ich drücke hier einmal die Taste mit dem Haus und gehe hier einmal zu meinem zweiten Adapter. Da ist auch an der Seite eine kleine Taste. Die drücke ich ebenfalls. Und jetzt verbinden sich die beiden Adapter nochmal neu und wie gesagt, dadurch wird eine sichere Verbindung ermöglicht. So, ich habe jetzt hier den Media Receiver schon vorverkabelt. Ich würde jetzt einfach hier das Netzwerkkabel vom Media Receiver in meinen Powerline Adapter stecken. Und anschließend die Steckdose, die ich hier habe, ist quasi nicht verloren, sondern ich kann im Powerline-Adapter jetzt hier den Media Receiver einstecken. Also die wird einfach durchgeschleift. Und jetzt startet das Gerät auch schon. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze dann funktioniert. So, der Media Receiver aktualisiert sich jetzt hier auf eine aktuelle Softwareversion. Und da hier Verbindungen hergestellt sind, sieht man schon, dass die Netzwerkverbindung, also das Internet, über den Powerline-Adapter funktionieren. Also sonst würde er hier nicht keinen Fortschritt anzeigen können. Das heißt also, wie gesagt, über das Stromnetz habe ich jetzt den Media Receiver mit meinem Telekom-Router verbunden. Und in dem Fall hier Fernsehen über das Internet mit Telekom IPTV und das Ganze über einen Powerline-Adapter als Netzwerkverbindung. Die Netzwerkverbindung über Powerline funktioniert nur innerhalb des gleichen Stromkreises, also innerhalb einer Wohnung. Wenn Sie irgendwie mehrere Stromzähler oder Zwischenzähler haben, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Und dann den Entertain Media Receiver ohne Netzwerkkabel verlegen zu verbinden, gibt es hier zum Beispiel dieses Speedport WLAN Bridge Set.